was dem Konsumenten wichtig ist, ist, dass Lebensmittel vermehrt auch moralisch vertretbar sind, dass die Produkte ehrlich sind, dass die Hersteller entsprechend sich auch ethisch verhalten, aber auch, dass sie funktionieren, dass sie funktional sind. Und das kann natürlich auch in einem widersprüchlichen Spannungsfeld stehen. Der Konsument heute ist wesentlich informierter und natürlich auch vernetzter und achtet da wesentlich stärker auf die Zutaten in Lebensmitteln, ist deutlich sensibilisierter, was die Inhaltsstoffe anbelangt und verzichtet auch ganz bewusst. Ja, ich habe darüber geredet, dass Marken, wenn sie erfolgreich sein sollen, auch in der Lebensmittelindustrie identitätsbasiert geführt werden sollen und müssen. Wir haben uns ja sehr mit Corporate Social Responsibility beschäftigt und festgestellt, dass anders als viele andere Studien das sagen, es keinen direkten Bezug zwischen Corporate Social Responsibility und dem Kaufverhalten gegenüber Marken gibt, auch bei Lebensmittelmarken nicht. Dass aber Corporate Social Responsibility die emotionale Beziehung zu Marken, vor allen Dingen im Lebensmittelsektor, stark stärkt. Nicht alles, was heute als Mineralöl bezeichnet wird in den Lebensmitteln, ist auch ein Mineralöl. Es gibt durchaus eine ganze Menge natürlicher Bestandteile, die dort eine Interferenz vortäuschen. Und um nicht allen dem Glauben zu schenken, ist es zwingend notwendig, wenn man Befunde auf Mineralöl positiv hat, dass man die mit einer Zweitmethode bestätigt. Das Thema Spuren ist eines, das die Lebensmittelunternehmer ziemlich beschäftigt. Man fürchtet sich vor Prüfzeugnissen, wo dann irgendwas gefunden wird, wo keiner weiß, wie man damit umgehen soll. Man kann sich da schon helfen. Man muss aber zuerst herausfinden, was wurde überhaupt gefunden und kann das richtig sein? Gibt es einen Kausalzusammenhang? Gibt es überhaupt eine Kontamination? Und da muss man natürlich bewerten, ist es gefährlich oder nicht gefährlich. Allerdings, es herrscht halt immer eine Sorge, wenn eine Spur da ist, dass irgendetwas Unlauteres passiert ist. Das ist aber doch regelmäßig nicht der Fall. Konsumenten werden vermehrt beunruhigt sein und diese Fülle von Chemikalien, die jedes Jahr neu erfunden wird, wird natürlich über Belastungen, die auch im Lebensmittelbereich nachweisbar sind, auf uns zukommen. Probleme, die man am Ende des Tages mit einem funktionierenden System aber gut bewältigen kann. Wir haben Werkzeuge zur Verfügung zur Kontrolle. Diese Werkzeuge müssen auch eingesetzt werden und es bedarf natürlich auch am Ende des Tages die behördliche Umsetzung dieser Kontrolle. Und da bedarf es dementsprechender Investitionen in Forschung und Entwicklung in die Zukunft. Die Hauptaussage meines Vortrages ist, dass das Thema Nachhaltigkeit einfach in den Betrieben stärker Einzug finden muss, begonnen von der CO2-Reduktion, die in der Strategie jedenfalls verankert werden sollte, und viele, viele kleine Details, wo es ein großes Team braucht, das mitarbeitet und letztlich dazu führt, dass die Ziele auch erreicht werden können im Zusammenhang mit den Klimazielen in Österreich. Die Idee ist eben, bei unserem Forum die großen Themen anzusprechen und dann hineinzuzoomen in das Lebensmittelrecht am zweiten Tag. Unsere drei Themenblöcke Nachhaltigkeit, Sicherheit und hochwertige Lebensmittel haben wirklich den Puls der Zeit getroffen und es hat vielen Teilnehmern auch Spaß gemacht, sich miteinander auszutauschen.